Ja, kommen wir mal zurück zum FC Düren, ja, U19, Kapitän und der Neuner. Am Ende ein guter Sieg, ne? 3-1. Erfolgreich auf jeden Fall. Erfolgreich. Gehen wir mal in die erste Halbzeit. 1-0 zur Halbzeit. Aber habt ja mit Neukirchen viel Arbeit gehabt im Mittelfeld. War ein echt starker Gegner, die haben es echt nicht schlecht gemacht. Aber defensiv haben wir sehr gut dagegen gehalten, gut gekämpft. Und vorne hatten wir dann mal ein paar Akzente, vor allem Steilerau. Was hat der Trainer denn euch zur Halbzeit auf den Weg gegeben für die zweiten 45 Minuten? Zur Halbzeit hat er uns vor allem gesagt, dass wir mit dem Ball, dass wir da ein bisschen besser, aber das nicht geklappt hat. Wir hatten am Anfang eine taktische Vorgabe, dass ich als Neuner mich quasi auf die Zehnerposition fallen lassen sollte. Jedoch hat das eher selten geklappt, also semi. Und dann hat der Trainer quasi gesagt, dass wir jetzt nach den ersten 15 Minuten quasi einfach wach sein sollen. Und dann werden die Gegner schon einknicken. Ja, der Gegner ist aber nicht eingeknickt. Ausgleich 1-1, schnörkelloses Spiel von Neunkirchen. Überrascht gewesen von so einem starken Gegner im Aufstieg? Überrascht nicht. Wir hatten ja schon letzte Woche das Ergebnis gesehen. Aber die Mannschaft hat auf jeden Fall Charakter bewiesen, sind sehr stark zurückgekommen. Und da kam nochmal das Herz der Mannschaft raus. Nach dem 1-1, da war die Drangphase ja unheimlich groß, trotzdem von Neunkirchen. Also, da habt ihr euch mal kurz geschüttelt und da habt ihr ja die Antwort gegeben, ne? Ja, eben. Also wie gesagt, wir haben uns nicht beeinflussen lassen, ganz normal weitergespielt, sind ruhig geblieben und haben dann erfolgreich gespielt. Wie hast du das zweite Tor gesehen? Das zweite Tor von uns? Von euch? Ja, ein langer Ball von mir und dann Artem, super Ballannahme, kann auch nicht jeder und dann super verwertet. Habt ihr sowas schon geübt in den Trainingsphasen? Ja, wir haben bestimmte Spielzüge auf jeden Fall geübt. Und ich würde sagen, also es war jetzt nicht ein kompletter, den wir ausgeübt haben, aber man muss ja auch beim Spiel improvisieren. Aber nach dem 2-1 war ja das Spiel lange noch nicht entschieden. Neunkirchen hat ja nicht aufgegeben. Bis zur letzten Minute sind die, sag ich mal, vorne beschäftigt gewesen. Habt ihr an eurem Sieg geglaubt, oder? Wolltet ihr wirklich das dritte Tor noch erzielen? Ich glaube, jeder hat daran geglaubt. Ich glaube, man hat auch gemerkt, sobald wir einen Balleroberung hatten oder sonstiges, hat jeder gejubelt. Auch von der Bank aus war jeder da. Und ich glaube, das hat auch jeden nochmal motiviert und gepusht. Und ich glaube, deswegen kam auch nochmal das letzte Tor zustande. Ja, gepusht, das dritte Tor hast du natürlich vollzogen. Wie hast du die Wahrnehmung dieses Tores genommen? Also, Kami reingekommen, hat super Vorlage gemacht. Ich musste quasi nicht mehr viel machen. Also es war eigentlich 93%. Zwei Spiele, zwei Siege, so kann es ja weitergehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen oben mitspielen. Dafür zählt aber Konstanz. Jetzt heißt es erstmal nächste Woche gut trainieren und dann aufs nächste Spiel vorbereiten. Weil der Trainer hat auch gesagt, wir gehen von Spiel zu Spiel. Der Captain hat natürlich immer viel zu sagen, beziehungsweise muss die Mannschaft zusammenhalten, ne? Ja, klar. Der gehört dazu, aber jeder Einzelne macht super mit, die Jungs machen uns auch echt leicht. Also wir sind echt eine super Truppe. Du hast gerade angesprochen, welche Ziele habt ihr denn mit der neuen Mannschaft, mit der U19? Auf jeden Fall oben mitspielen. Wir haben die Qualität dazu, aber wie gesagt, dafür muss man erstmal von Spiel zu Spiel gucken, die Konstanz hält, aber wir sind guter Dinge. Wie kann man das in eurem Alter, sag ich mal, vereinbaren mit Beruf oder Schule? Wie viel mal wird trainiert in der Woche? Wir trainieren meistens dreimal die Woche, ab und zu auch mal viermal die Woche, aber das ist ganz okay mit Arbeit und Schule. Hat man jetzt auch schon vielleicht mal den Kontakt zur zweiten Mannschaft gehabt? In der kurzen Zeit? Bisher noch nicht. Wie soll es nächste Woche weitergehen? Hoffentlich